Hallo, ich bin herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Binding of Isaac Repentance. In dieser Folge habe ich mir überlegt, machen wir einen Challenge Run, denn ich habe noch ein paar Challenges tatsächlich sogar aus Rebirth noch zu tun, zwar 4 Stück. Deswegen fangen wir mal mit der nächsten an. Passend zum Channel machen wir die Challenge Beans. In dieser Challenge müssen wir es bis Marm schaffen, relativ einfach. Wir haben die Black Bean, wir haben die normale Bean, wir haben Pyro und wir haben die Poopy Bombs plus das Item, was unser Spacebar Item langsam wieder aufladen lässt. Oh Mann, das ist praktisch. So, was haben wir hier? 2 Chests. Einmal wieder eine Scheißbombe. Alter! Damit haben wir einen Key, einen goldenen auf der ersten Ebene. Bringt uns nichts, wir haben keine Goldräume hier in den Challenges. Relativ enttäuschender Crawlspace. Bin fort. Ah ja, stimmt, wir können nicht schießen, das ist auch noch so eine Sache. Aber dafür, oh. Dafür haben wir 99 Bomben. Und diese müssen bis Marm reichen. Das wird eine Herausforderung, würde ich sagen. Gibt's nichts. Wir müssen in den Shops halt gucken, dass wir irgendwie was halbwegs Okayes hinkriegen. Das war jetzt dumm wahrscheinlich. Egal, Matchstick, sehr gut. Wir finden mehr Bomben. Brauchen wir dringend. So, erster Boss ist der Horseman. Eine blaue Variante davon sogar. Ah, sogar noch erwischt. Wird wahrscheinlich eine Weile dauern, diese Ah ja, stimmt, die Black Bean haben wir auch noch. Habe ich gerade ein ganzes Herz Schaden genommen? Sieht stark danach aus. Alter. Wall of Bandages. Jedes Orbital ist praktisch. To be honest, jedes Orbital ist praktisch. Das uns vor potenziellen Tiers beschützt. Das Schöne ist, diese Scheißbomben machen Damage an allem im Raum, was zu sehen ist. Ja, da setze ich mal eine. Keinen Bock, mich mit denen rumzuschlagen. Hopp, hast du was Schönes? Hive Mind ist fein und Blue Map ist auch fein, aber brauchen wir beides gerade nicht. Mein Hive Mind wäre halt cool, wenn wir irgendwas hätten, was Fliegen spawnt. Gibt es irgendein Item, das man furzt Fliegen spawnt? Und selbst wenn es das gäbe, würde ich es wahrscheinlich nicht kriegen in der nächsten Zeit. Oh, der kann kleiner als 3 droppen. Ah, da hat sich die Ball of Bandages schon bezahlt gemacht. Immer mit Betonung, er kann kleiner als 3 droppen. Hier stirbt eh früher oder später selbst. Und da will ich rein, weil da ist wieder potenziell ein Crawl Space. Beziehungsweise da ist immer ein Crawl Space. Und da ist Bag of Pills, beziehungsweise... Oh. Ah, ich habe sie gerade mit dem Ball of Bandages getötet. Puberty, ja gut. Wenn wir kein Useless Spacebar Item kriegen würden, dieses Spacebar Item brauchen wir actually, um konstant irgendwie Damage zu machen. So, Moment, kann ich mich nicht schlafen legen irgendwie? Anscheinend nur, wenn ich low bin oder so. Merken wir uns. Haha. Yep. Ah, der Matchstick lässt sich noch nicht so ganz sehen, muss ich sagen. Ha! Das war's, das ist skillful, I guess. Ah, das Baby ist tot. Ah, das sind nochmal Bomben. Praktisch.
Stirb. Little Steven. Normalerweise würde ich mich darüber aufregen, aber to be honest, ein Familiar ist nicht unpraktisch in dieser Challenge. Dass wir Minimum normalen Damage noch zusätzlich haben. Und Homing ist auch ganz praktisch. Money. Auch praktisch. Bro. Das nennt man Timing, Kinder. Was haben wir hier Schönes? Eine Kiste. Das lohnt sich definitiv nicht. So, den Champion am besten wegspringen. Ah, hat nicht geklappt. Dann kämpfen wir mal ein bisschen mit dem kleinen Steven hier. Das Homing. Es macht nicht viel Schaden, aber. Wenn wir noch sowas kriegen wie das Rotten Baby. Oh, das hat mir noch gefehlt. Der Ball of Bandages wird auch noch praktisch. Ich sag's euch. Das macht nämlich gerne mal so wenig Damage, genau wie Cube of Meat halt. Ach, da hat sich schon wieder die Cube of Meat bezahlt gemacht. Ah, Spinnen. Coupon. Nicht so praktisch, wie ich es gerne hätte. BFF wäre cool gewesen. Dann wäre unser kleiner Familiar hier nämlich noch ein bisschen nützlicher. Nicht, dass er nicht jetzt schon nützlich ist, aber trotzdem. Minimal mehr nützlich. Rotten Baby halt so gut hier. Hm, wieder eine Bombe. Schön. Wir sind schon in Caves 1, also nicht mehr viel bis Marm. Ich glaube, wir sind. Ja, wir sind schon bei der Hälfte. Also eine Weile da, Mann. Also wenn die Bomben, noch ein paar Bomben-Upgrades wären cool. Irgendwie Fancy-Bombs, beziehungsweise Price-Bombs oder wie die heißen. Dass man halt so eine Chance hat, einen Pickup zu droppen, wenn man eine Bombe setzt. Aber ich meine, die Bean-Power ist noch nicht ganz zu spüren, muss ich sagen. Da hat mich schon wieder der Ball of Bandages gerettet. Das Item ist gut. Wenn wir müssen noch Marm schaffen. Ich weiß nicht, welches Item man hier freischaltet. Ich glaube, ich habe schon alle Beans. Wir haben die nicht treffen lassen. Den Angel Deal hätte ich dann doch lieber gerne, to be honest. Na gut, nächste Ebene kriegen wir ein. Versprochen. Oder wir kriegen. Oh. Der Mega Fatty. Also, das Schöne ist, hier können keine nervigen Afterbirth oder Repentance Bosse auftauchen. Dafür waren wir aber auf einer Afterbirth-Ebene vorhin im Burning Basement, weil ich meine, das Burning Basement ist nicht aus Rebirth. Ein Helfer ab und ein random Trinket. Was kriegen wir für ein Trinket? Wishbone. Na, danke. Nein, lieber nicht. Die mehr Bomben, die wir kriegen, jede Bombe, die wir mehr kriegen, ist eine Bombe, die uns näher bringt zu Mutti. Das war ein einfacher Raum. Komm, fickt euch einfach. Was haben wir hier für eine Pille? Hot Speeder. Nicht, dass es mattert, aber danke. Die sterben tatsächlich instant. Ich hätte gemeint, die haben mehr Leben. Und sag, wir kriegen eine Bombe wieder. Durch unser wunderschönes Trinket. Ach, ja. Das hat schon gereicht.
zwei Bomben zurück, Poggers. Auch nicht du. Oh, zwei von dir. Ugh. Yuck, yuck, yuck. Die Mini-Pins sind somit die nervigsten Gegner, die hinzugekommen sind in... Kamen die in Afterbirth oder in Rebirth dazu? Ich weiß es nämlich nicht. In Rebirth kann ich mich nicht erinnern, ihnen einmal begegnet zu sein. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie in Afterbirth oder Repentance geaddet wurden. In der Stachelkiste mache ich mir diese Mühe nicht. Ah ja, diese Gegner sind übrigens die nervigsten, wenn es darum geht, in dieser Challenge zu sein. Ich habe diese Challenge schon mehrmals attempted, aber das Schaffen dieser Challenge ist das Schwierige. Aber mit Little Steven an unserer Seite wird das dann doch eher machbar sein. But imagine, ich hätte BFF. Imagine this. Oh boy. Und ich verliere schon wieder meine Energy Chance. Aber wir haben eine goldene Bombe. Das bedeutet, wir können in dieser Ebene so viele Bomben setzen, wie wir wollen. Es ist uns scheißegal. Das heißt, jede Bombe, die wir hier kriegen, ist ein Plus. Im Sacrifice Room, nope. Sacrifice Rooms sind schon cool, aber... bitte, nicht selbst wegspringen. Alrighty then. Komm, gib mir einen Cent oder so. Oh, 2 Cent sogar. 23% Angel Deal. Das ist nicht null. Guardi. Nicht gerade einer meiner Lieblingsgegner, aber ich kann mit ihm leben. Alter Guardi, was ist aus dir geworden? Ah, Binky. Geht schlechter. Ich bin ja noch fulkieren für potenziell mehr Bomben. Aber wieso? Wieso machen wir es? Nicht mehr viel. Wir sind schon in Depth 1, vorletzte Ebene. Und unser Bombenvorrat Vorrat vor allem hat noch nicht mal die Hälfte erreicht. Das bedeutet, wir sind gut dabei. Würde ich mal behaupten. Ja, wir sind in Depths, aber. Es war schon mal beschissener für mich. To be honest. Es war schon mal beschissener für mich. Ach ja, ich will halt keine Bomben gegen die verschwenden, wenn ich nicht muss. Können da vielleicht mehr mit dem... Wunderschön. Ich könnte vielleicht ein bisschen mehr mit dem Ball of Bandages agieren. Ja, sagte er und lässt sich treffen. Ich meine, jede goldene Bombe, die wir bekommen, wenn wir in der Marm-Ebene eine goldene Bombe kriegen, GG, dann haben wir gewonnen. Aber so... Bomben-Upgrade wäre halt auch noch richtig sahnig, finde ich. Ja, lieber nicht. Was haben wir hier? Humbling-Bundle. Das hätte ich wirklich, wirklich gerne, to be honest. Das hätte ich wirklich, wirklich gerne. 5 Münzen. Traben wir hier irgendwie noch 5 Münzen auf. Potenziell. Könnte ein Secret Room sein. Ist aber nicht. Schade. Hier könnte auch einer sein. Ist auch nicht. Schade. Naja, next time. Hätte wirklich einer sein können. Oder? Ja, nein, hätte es. Doch, hätte. Gehen wir mal hier lang.
Bienen falsch eingesetzt. Komm. Zack. So. Hier, eine Goldkiste. Ach, in Rebirth hätte ich noch ja gesagt, aber so nicht. Bro. Die sterben durch eine Bombe, das weiß ich. Zack. Ein wenig näher am Humbling Bundle. Humbling Bundle basiert übrigens auf einer Website. Auf einer Key-Website namens Humble Bundle. Keine Ahnung, ob die noch existieren. Oh ja, das ist auf jeden Fall so. A bomb for a bomb. Einfach immer mitnehmen. Man weiß nie, was da drunter sein kann. XL-Räume lassen sich. Du elender Wichser! Destroying Poop spawns a blue fly. Ja, hätten wir Poop. Wäre ein gutes Trinket für Blue Baby. Und da haben wir auch schon den Boss. Prozent. Och, nicht du. Jeder Scheißgegner, nur nicht du. Ich hasse die Spinne. Alter, die Spinne ist so scheiße. Der Spinnenspawn ist mir relativ egal, to be honest. Hauptsache, ich treffe sie mit den Bomben. Ja, und das war's auch schon wieder mit meiner Angel-Deal-Chance. Bei welches Angel-Deal-Item könnte mich hier irgendwas bringen? Holy Grail wäre cool. Oder... was wäre noch cool? Sacred Heart bringt mir halt nichts. Mehr Damage. Super, was bringt's mir? Of course, nothing. Das bringt mir absolut gar nichts. Okay, wir sind bei Mar. Kein Curse of Darkness mehr. 100%ige Angel, die Scheiß rum. Boy, oh boy. Mein Damage beeinflusst leider nicht den Damage von meinem kleinen Familia hier, deswegen... weiterhin beschissener Damage. Ich habe auch leider nur ein HP abgekriegt, den ganzen Run über. Ich bin schon bei der Hälfte angekommen. Das ist positiv, dass wir überhaupt einen Steam bekommen haben. Ist schon was Gutes. So, was haben wir hier? Shot Speed Down. Wir haben vor einiger Zeit das Shot Speed abbekommen, deswegen ist es fine, I guess. Bitte sag mir das. Oh, der Furz hat ihn nicht mehr erwischt. Bruder, ich will nicht suiciden. Wir sind hier nicht bei dem Blue Bomber. Das war eine coole Challenge. Ich wünschte, ich hätte die aufgenommen, aber ne. Noch eine Bombe. Alter! Ich liebe plötzliche Richtungsänderungen. Oh, das war gut. Natürlich, der letzte Shop und da ist Greed. Greed, nein. Don't kill me. Steam Sale, danke. Bringt mir eine Menge. Gehen wir wieder an den Anfang. Gehen wir hier rechts lang. Oh, scheiße.
Wunderschön. Diese Beans. Der Run ist vorbei an der Stelle. Wenn ich nicht irgendwie Full Heal Pille finde oder eine Bad Trip Pille in dem Fall auch. Weil, kleiner Fun Fact: Eine Bad Trip Pille heilt einen, wenn man auf einem oder einem halben Herz ist. Okay. Ein ganzes Herz. Schön. Schön. Bring mir bitte was. Einfach ein Herz oder sowas, bitte. Nicht mal die Shops hatten irgendein gutes Item. Den ganzen Run über. Das Beste, was wir hätten kriegen können, wäre das Humbling Bundle. Okay. Ich sehe Potenzial. Auf was Gutes. Hoffentlich ist da kein Müll drin. Die drei Säckchen. Da sind potenziell Bomben drin. Ein paar Bomben. Oh, ein Red Key. Oder ein Cracked Key, besser gesagt. Dann gucken wir hier gleich mal rein. OMG. Der Ultra Secret Room. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ich will in den Ultra Secret Room reingucken. Denn da sind Angel Deal Items drin. Und wenn ich da irgendwie den Body oder der Soul finde. Ich glaube, Body ist besser als Soul, weil Soul gibt mir nur Soul Hearts, aber der Body gibt mir halt viele Herzen. Deswegen, bitte sag mir, dass da was ist, was ich brauche. Act of Contrition. Ja, super, danke. Warum springe ich die weg? Ich brauche kein Geld. Ich verschwende damit nur Münzen. Wir finden den besten Raum im Game und was kriege ich? Natürlich Act of Contrition. Ein Tears Up, was mir nichts bringt. Na gut, es gibt mir ein Eternal Heart, aber ich verliere das Eternal halt beim ersten Hit, so ist es. Oh Mann, bitte. Oh nein, nicht ihr auch noch. Das ist die einzige Mom's Heart. Mom's Hand. Nein, passt nicht. Dann weiß ich ja schon mal nicht, wo ich nicht hingehe. Darunter. Damit haben wir das Eternal Heart verloren und ich glaube, ich würde bei Mom sterben. Wenn ich überhaupt so weit komme, natürlich. Ah, da ist die Fool-Karte, die wir definitiv benötigen werden. Ah, ein wenig Regeneration. Freundlich. Komm, spielen wir ein bisschen. Münzen. Eine Bombe. Noch eine Bombe. Ein Schlüssel. Noch eine Bombe. Eine Pille. Range Down bringt. Ist egal. Münze, Münze. Noch eine Münze. Eine Pretty Fly, hey. Herz. Noch eine Bombe. Noch eine Münze. Eine Fliege, die ich zum Glück getötet habe. Und eine Trollbombe. Und nochmal zwei Bomben. Ich bin damit nun halbwegs okay ausgestattet, um mich Marm zu stellen. Zwei Keys, meine Güte. Zu freundlich. Hoffentlich ist es eine Stompy-Version von Marm. Nein, ist die stinknormale Marm. Ich meine, wir haben sie schon zur Hälfte, I guess. Okay, wir haben sie gleich. Ich hab sie! Jetzt noch du. Der Angel Deal und wir kriegen. Wir hätten es fucking Sacred Heart bekommen. Aber wir haben sie. Challenge. Woo! Bird Penny has appeared in the basement. Ah, dass man, wenn man Münzen aufsammelt, eine Chance auf Bomben hat. Das ist ganz praktisch.
Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das Video ist jetzt ein etwas kürzer. Aber das liegt auch daran, weil ich gestern, wo ich eigentlich die Videos aufnehme, einen Tag vor dem Erscheinungsdatum, konnte ich nicht, weil mir in meinem Zimmer meine Tür entnommen wurde und ich keine Privatsphäre zum Aufnehmen hatte. Naja, passiert. Deswegen würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Darkbean. Haut rein.